Hallo, heute möchte ich erklären, wie der Praktikumsversuch Adsorptionsisotherme funktioniert. Zunächst einmal möchte ich das Ziel des Versuchs darstellen. Wir möchten ermitteln, wie viel Essigsäure von einem Essigsäure-Aktivkohle-Gemisch adsorbiert wird und dies geschieht mit Hilfe der Adsorptionsisotherme. Bei der Adsorptionsisotherme handelt es sich um eine Kennlinie, die die Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Adsorbenz beschreibt und außerdem Schlüsse auf die Oberfläche des Adsorptionsmittels zulässt. Zunächst einmal zu der Nomenklatur. Das Adsorptiv, dabei handelt es sich um den Stoff, das von der Aktivkohle, dem Adsorbenz, adsorbiert wird. Allerdings befindet sich das Adsorptiv noch in Lösung. Also bei unserem Beispiel ist es die Essigsäure, die im Wasser gelöst ist. Das Adsorbt ist die adsorbierte Essigsäure in unserem Beispiel, beziehungsweise halt das Adsorb, das sich bereits auf dem Adsorbenz befindet. Das Adsorbt und das Adsorbenz heißen zusammen Adsorbat. Insgesamt gibt es für die Adsorption mehrere Modelle, die die Adsorption versuchen zu erklären. Hierbei wäre eines der einfacheren das Langmuirsche Modell. Und das Langmuirsche Modell geht davon aus, dass die Oberfläche des Adsorptionsmittels aus gleichen Plätzen besteht, die untereinander keinerlei Wechselwirkung aufzeichnen. Dies ist hier in dieser Zeichnung dargestellt. Doppelbelegung dieser Plätze sind hierbei nicht möglich. Langmuir hat für die Bedeckung diesen Zusammenhang aufgestellt. Und wenn man diesen Zusammenhang nun linearisieren möchte, um an das A unendlich und das K zu kommen, so muss man 1 durch A gegen 1 durch C auftragen und somit kann man die systemspezifischen Konstante, also den K-Wert und den Sättigungswert der Oberfläche im Gleichgewicht, also den A unendlich Wert, errechnen. Außerdem gibt es auch Adsorptionsvorgänge, die anderen Modellen folgen, wie zum Beispiel dem Freundlich-Modell. Freundlich hat diesen Zusammenhang formuliert. Er geht hier von Isothermen ohne Sättigungsplateau auf, welches durch den Exponenten hier beschrieben wird. Bei Alpha und Beta handelt es sich hier um systemspezifische Konstanten und wenn man LnA gegen LnC aufträgt, so ist auch dieser Zusammenhang linearisiert und man kann die Konstanten mittels einer linearen Regression bestimmen. Die Aufgabenstellung im Versuch lautet zunächst einmal die Bestimmung der Gleichgewichtskonzentration CGG und der Oberflächenkonzentration A bei verschiedenen Ausgangskonzentrationen C0 der Essigsäure und konstanter Temperatur. Die grafische Bestimmung der spezifischen Konstanten der Langmuir-Isotherme und der Freundlich-Isotherme, die Berechnung der Langmuir- und der Freundlich-Isotherme im interessanten Konzentrationsbereich mit den ermittelten Parametern und Ergebnisse aus Aufgabe 3 in einem Diagramm darzustellen und zu entscheiden, schlussendlich, ob wir nun eine Adsorption nach Langmuir oder nach Freundlich vorliegen haben. Zunächst einmal eine kleine Versuchübersicht, sodass man in dem Video später weiß, worum es ungefähr geht. Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen sind zunächst herzustellen und diese werden zu einer bestimmten Menge an Aktivkohle gegeben. Anschließend wird die Aktivkohle abfiltriert und durch die Titration die Restmenge an Essigsäure bestimmt. Unser Messprotokoll sieht in etwa so aus. Wir sehen hier, dass 8 Lösungen hergestellt werden. Hierbei ist eine Lösung für die Titerbestimmung wichtig, um zu wissen, wie die genaue Konzentration in unseren Lösungen ist. Die Lösungen werden alle nach den Vorgaben behandelt, die hier stehen. Das bedeutet zum Beispiel für die 0,8 molare Lösung, also hier die erste, dass ein Volumen von 100 Milliliter herzustellen ist. Und hierfür werden 80 Milliliter Essigsäure, also wir haben hier eine einmolare Essigsäure vorliegen, mit 20 Milliliter Wasser vermischt. Und später werden dann 20 Milliliter dieses Filtrats, also des Filtrats, das wir nachher abnehmen, und mit 0,5 molarer KOH-Maßlösung titriert. Nun zum Video.
Aus einer einmolaren Mösung werden die Lösungen wie im Messprotokoll beschrieben hergestellt. Hierzu ist zu beachten, dass man trockene Pipetten und destilliertes Wasser bei 20 Grad verwendet. Anschließend wird in 7 Schliff-Erlenmeyer-Kolben 3,5 Gramm Aktivkohle abgewogen und außerdem werden die Erlenmeyer-Kolben mit der Konzentration der Essigsäuren beschriftet. Die Aktivkohle wird auf 3 Stellen hinterm Komma genau eingewogen. Nun werden 100 ml der hergestellten Lösung auf die Aktivkohle gegossen. Die Erlenmeyer-Kolben werden nun mit Stopfen verschlossen und anschließend kräftig geschüttelt. Nun werden die Lösungen abfiltriert. Hierbei wird zunächst die oben überstehende Lösung abdekantiert und der Rest des Erlenmeyer-Kolbens in einem Schwung hinzugegeben. Nun werden die im Messprotokoll angegebenen Volumina abpipettiert und anschließend auf die Titration vorbereitet. Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass die Pipetten sauber sind. Beim Titrieren werden nun zunächst einige Tropfen Phenolphthalein hinzugegeben. Anschließend wird gegen eine KOH-Lösung titriert. Die Titration wird außerdem doppelt durchgeführt und mit dem Mittelwert wird dann später gerechnet. Nun zur Auswertung. Zunächst muss man die Konzentration der Essigsäurelösung bestimmen, die man am Anfang hergestellt hat. Hierzu benutzt man die ungefähre Konzentration, die man sich am Anfang errechnet hat, wenn man jetzt eine genaue Maßlösung am Anfang gehabt hätte, und den Faktor, den man durch den Titer bestimmt hat. Diese werden dann multipliziert und man erhält eine genaue Konzentration der Lösung. Die restlichen Werte werden wie hier aufgeführt berechnet, so wie CGG, Delta C, Delta N und A. Schaut man sich nun diese Übersicht an, so fällt auf, dass hier A die Oberflächenkonzentration bei steigender Konzentration nicht konstant wird. Dies lässt uns schon mal in die Richtung einer freundlichen Isotherme denken, aber ist, solange wir es nicht in einem Diagramm sehen und uns sicher sind, auch kein Beweis. Zunächst einmal tragen wir die Messwerte auf 1 durch A gegen 1 durch C auf und man kann mit Hilfe einer linearen Regression A und K bestimmen. Diese sind hier unten angegeben. Bei freundlich muss man nun LNA gegen LNC auftragen und kann aus der Steigung und dem Achsenabschnitt wiederum wie bei Langmuir Alpha und Beta hier bestimmen. Um nun zu bestimmen, ob es sich um eine Langmuir- oder freundliche Isotherme handelt, müssen wir erstmal Vergleichswerte generieren. Diese werden mit Hilfe der Konstanten generiert, die wir eben gemessen haben. Und wenn man nun diese Werte auf einem Diagramm alle zusammen aufträgt, so sehen wir, dass unsere blauen Messwerte hier eher einer Adsorption nach freundlich ähneln als einer nach Langmuir, wie wir auch schon am Anfang bei unserer Tabelle aus der Auswertung vermutet hatten. Und das war's.